Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Supremacy 1914. Wir sind wieder zurück am Start an Tag 54. Mit anderen Worten, es sind einige Tage vergangen und es ist auch ein bisschen was passiert, weswegen wir auch mal direkt hineinstarten. Erstmal das Größte direkt am Anfang, der Krieg mit Holstein ist erstmal beendet. Wir haben, oder eher gesagt hat Holstein mit unseren Fraktionsanführer einen Waffenstillstand ausgehandelt. Was einfach daran lag, dass er hier gesagt hat, so, jo, ich gebe mich geschlagen, ne, ihr seid stärker, ich kann nicht alle Grenzen gleichzeitig verteidigen. Zudem halt Ostpreußen und Galizien offline sind, tatsächlich auch noch dann mit der, lass uns mal schauen, der drittstärkste Spieler so ziemlich, ist halt auch noch dann AFK gegangen. Genau, dann hat Holstein halt gesagt, so, jo, ne, schaffe ich jetzt nicht mehr, ich werde mich jetzt hier zurückziehen komplett und werde mich halt hier um Ostpreußen und Galizien kümmern, das heißt, ich werde hier so ein bisschen was einnehmen einfach, ne, und werde den zweiten Platz akzeptieren. Grundsätzlich natürlich erstmal fein. Ist natürlich erstmal gut. Theoretisch sind wir eigentlich hier ziemlich gut vorangekommen. Was heißt, wir hätten ihm auch bestimmt noch mehr Provinzen wegnehmen können. Zumal dem auch Yucatan ja jetzt ja bei uns ist, hier in der Ecke. Aber ich habe damit kein Problem. Man muss ja auch mal irgendwo dann auch anerkennen, wenn jemand gut gespielt hat. Und Holstein hat anscheinend einfach gut gespielt. Und ich finde dieses Abkommen jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Wobei man sagen muss, dass überlegt wird, aus unserer Koalition, ihn dann dennoch wieder anzugreifen, wenn wir in der Ecke bei ihm sind. Ja, weiß ich nicht, was ich davon halte, eigentlich nicht viel, weil ich denke mir so, jo, wir gewinnen das auch, wenn wir jetzt seine Provinz nicht einnehmen. Und er hat gut gespielt und sowas, also, und wir haben jetzt Frieden offiziell geschlossen und da möchte ich mich eigentlich jetzt auch gerne an das Abkommen halten. Zumal dem er jetzt mehrmals gesagt hat, dass er sich daran halten wird. Genau, ich war jetzt auch persönlich noch mal ein bisschen in Absprache mit ihm. Er hat gesagt, jo, ich würde jetzt hier noch Westvologda und hier alles so ein bisschen südlich einnehmen. Haben wir gerade eine Nachricht bekommen. So still, ja, okay, das ist nur der Koalitionschat. Nevermind. Okay, er hat gesagt, er nimmt halt Westvologda und hier haben wir so eine gerade Grenze nach unten. Bin ich mit einverstanden, können wir gerne so machen. Und dann werden wir natürlich auch die ganze trotz dessen beobachten mit Fesselballons, was denn hier so abgeht. Weil man kennt es ja mittlerweile. Zwar gibt es auch Spieler hier in dem Game, die halt wirklich trustworthy sind und die auch zu ihrem Wort stehen, aber es gibt natürlich auch Leute, die tricksen dann ein und greifen dann einen dann hinterrücks wieder an, weswegen wir aber auch natürlich die große Armee hier von uns auch hier stehen lassen werden. Die werden wir hier nicht wegbewegen für den Fall der Fälle. Vielleicht werden wir sie noch ein bisschen weiter südlich moven, weil wir werden dann ja Grenze an Grenze hier weiterhin bestehen bleiben. Also die Grenze zwischen uns beiden wird immer größer werden. Dann können wir unsere Großarmee quasi nicht hier so hinstellen, damit die einfach schnell reagieren kann. Auch natürlich Marine werden wir immer mehr produzieren und immer mehr hier hinschicken. Einfach für den Fall der Fälle. So, aber ansonsten, ne, ist damit ja klar, was jetzt unser Plan ist. Wir greifen weiterhin Ostvologda an. Urfa und Orenbock hat tatsächlich uns ganz überraschend den Krieg erklärt. Das war ein bisschen random, aber okay. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Den Angriff werden wir auf jeden Fall hier auch sowieso starten. Hätten wir früher oder später sowieso getan. Ob er uns jetzt da früher angreift, die KI oder nicht, ist dann eigentlich relativ egal. Generell, ihr seht ja auch schon, wir haben ja ordentlich Truppen schon verschoben. Auch hier unten in Südakmolinsk haben wir auch schon ordentlich Truppen am Start und sind schon vor seinen Städten und warten dann noch ein bisschen auf die Artillerie und alles, damit wir dann gleichzeitig angreifen können. Mit anderen Worten, wir werden uns dann jetzt hier südlich weiter fortbewegen und dann hier wahrscheinlich zur Koalition Weltmittelpunkt so langsam kommen, die auch nicht so klein ist, wenn wir mal da reinschauen. Das ist die drittgrößte Koalition mit 427 Provinzen, immer noch deutlich mehr als das, was wir haben. Also wir alleine jetzt. Aber wahrscheinlich wird es dann so laufen, dass wir nach Südaklominsk vielleicht Ost-Xinjiang angreifen. I mean, why not? Ne? Wenn wir dann hier südlich sowieso am Start sind, ist es sowieso zumindest die einzige Fraktion, die uns jetzt am nächsten dann ist, weil Holstein wird halt das hier alles einnehmen für sich. Das haben wir halt, wie gesagt, abgesprochen. Und dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel übrig, als nach Süden zu wandern, denn auch hier auf der Ostseite bringt das jetzt auch nicht unbedingt, irgendwo hinzulaufen. Australien unten ist sowieso der Weg auch zu lang, das wäre auch sinnlos. Das heißt wirklich, wir gehen Richtung Ost-Xinjiang. Wobei, wenn wir halt da sind, dann müssen wir halt wirklich mit einer riesigen Armee angreifen. Das könnte dann nochmal ganz interessant werden, zumal dem unsere Koalitionspartner ja alle weit weg von uns sind und uns theoretisch dann nicht unterstützen könnten, falls die Koalition dann voll gegen uns kämpft. Aber das gibt uns vielleicht nochmal Gelegenheit, mit unseren alten Verbündeten hier, Haldongyang, nochmal eine Schlacht zusammenzuführen. Werden wir mal schauen. Genau, ansonsten, Australien oder die australische Koalition verschiebt Truppen nach oben. Das habe ich jetzt schon länger gesehen. Gut, die sind halt jetzt hier gerade dabei. Ihr seht es schon. Wir greifen jetzt hier gerade die südöstliche
asiatische Koalition an. Sollen die sich da ein bisschen bekäbbeln? Das ist mir da relativ egal. An sich haben wir auch hier eine Sichtschutzgrenze, sage ich mal, falls die hier nach oben fahren sollten. Was aber, glaube ich, nicht passieren wird. Das würde mich jetzt schon sehr stark wundern. Damit wisst ihr unseren Plan. Wir gehen Richtung Süden und werden uns direkt mal neue Feinde machen und hoffen natürlich, dass Holstein sein Wort hält. Na und wie gesagt, die Truppe lassen wir hier. Die Eisenbahngeschütze lassen wir wahrscheinlich hier oben. Ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Na, wir machen das auf jeden Fall. Man weiß ja nie. Genau, und ansonsten, wenn man sich so die Koalition anschaut, ihr seht ja sowieso, ne, die kommen jetzt hier in Nordamerika sehr, sehr gut voran. Holstein, wie gesagt, hat sich komplett zurückgezogen, die Armee ist nicht mehr da. Indiana ist ja schon lange gebrochen und Virginia ebenfalls. Genau, und jetzt sind sie hier Holstein-Mecklenburg, das ist heute auch abgesprochen, dass wir das hier alles einnehmen und er komplett in Europa bleibt. Auch ebenfalls hier in Afrika geht es natürlich jetzt gut voran. Galizien hat es natürlich hier noch ordentlich, Truppen stehen überall, aber der Typ ist halt AFK gegangen. Wird dann wahrscheinlich jetzt von der KI übernommen, aber... Die KI ist ja meistens eh dann nicht so ganz intelligent, deswegen ist das jetzt nicht so dramatisch. Das heißt, auch Afrika dürfte jetzt kein Problem mehr sein. Nordhejaz ist zwar noch aktiv, aber ich sag mal, so mit dem ganzen ankommenden Sturm hier wird er auch nicht mehr klarkommen können. Das heißt, wir kommen so langsam dann Richtung Sieg. Zurzeit sieht es also sehr, sehr gut aus. Brauchen noch ein bisschen mehr als das Doppelte von Punkten und ja, dann bleibt uns, steht für den Sieg nichts mehr im Weg, würde ich sagen. Ansonsten natürlich hoffe ich, dass euch diese Supremacy-Folge gefallen hat und dann sehen wir uns in den nächsten Folgen wieder. Wo wir dann Richtung Süden marschieren und ich denke dann nochmal hier in der südöstlichen Hemisphäre wird es dann, denke ich, nochmal sehr interessant werden, wenn wir dann eine neue Koalition gegen uns haben. Genau, und da bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal und haut rein.